Nach dem ersten Heimsieg 2023 soll in Greifswald der erste Auswärtssieg folgen. Klingbeil ändert seine Startelf auf 3 Positionen gegenüber dem Sieg letzte Woche gegen TB. Jener kommt spät rein in die Partie, 20 Minuten schon durch. Und die erste Chance für die Thüringer hat Dedidis. Matti Kamenz im Greifswalder Tor. Er kann seinen Fehler reparieren. Greifswald durchaus gefällig in der Offensive. Schöner Doppelpass von Richardson mit Schneider. Richardson und Kevin Kunz mit gutem Armreflex verhindert den Rückstand. Spiel in der ersten Halbzeit sehr offen. Dann schickt Kraus mal einen Pass in die Tiefe. Und im Duell 2 gegen 3 versuchen Dedidis und Verkamp sich zu behaupten. Der erste Versuch misslingt, aber der zweite, der passt. 1-0 Jena, 44. Spielminute, Torschütze Pascal Verkamp, 6. Saisontor für ihn. Carl Zeiss geht mit knapper Führung in die Pause. Nach dem Wechsel drückt der Greifswalder FC auf den Ausgleich. Letzte Woche gab es eine Niederlage für die Norddeutschen beim CFC und Granatowski mit der Chance. Kunz im Tor der Gäste liegt richtig. Jena hält dagegen und befreit sich immer wieder aus der Defensive. Gibson mit der Chance scheitert und dann gibt es für die Thüringer mehrere Möglichkeiten, das 2:0 zu erzielen. Die letzte besitzt Peter Mann drüber. René Klingbeil muss im Anschluss dann noch einmal die Luft anhalten, denn Greifswalds Schlussoffensive offenbarte eine richtig gute Ausgleichschance und die hatte der eingewechselte Martens, aber auch da war Kunz zur Stelle. Jena hinten zu 0 gewinnt in Greifswald mit 1:0 sein erstes Auswärtsspiel in diesem Jahr. Ich bin vor allen Dingen sehr, sehr zufrieden mit den Jungs, die reingekommen sind, weil die hatten Herz, die hatten eine positive Energie. Genau das, was wir wollten. Wir wollten eine aktive Bank haben und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier diese richtig schweren 3 Punkte entführen können aus Greifswald. Jena also jetzt mit 2 Siegen in Folge. Nächsten Sonntag empfängt Carl Zeiss den BFC Dynamo.